Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Gestern ging es bei mir hier heiß her. Wir haben uns das Statement von Krümel angeschaut, rund um die ganze Andreas Ellermann, Nadel und Mallorca-Tour, die jetzt abgesagt wurde. Da ist eine andere Schlagzeile ein bisschen zu kurz gekommen. Über die werden wir aber heute sprechen, nämlich Verena Kehrt und Mark Terenzi ernten die ersten Konsequenzen ihres Handels. Kurz für die Zuschauer, die nicht wissen, worum es geht. In der Vergangenheit tauchten Mark Terenzi und Verena Kehrt immer wieder in den Schlagzeilen aufgrund von heftigen Belästigungen im Hotel, zu laute Streitereien, man vermutete Körperverletzungen. Zuletzt wurde Mark Terenzi sogar auf die Polizeiwache gebracht. All dieses ist ein alter Hut, aber jetzt scheint so langsam dieser alte Hut doch noch die aktuelle Schickiricki-Garderobe zu zerstören, denn Verena Kehrt wurde nun von einem Society-Lady-Event ausgeladen und als Begründung ist ihr, sagen wir mal, durchrocktes Privatleben genannt worden. Das schauen wir uns einmal an und werden das natürlich hier auch besprechen. Das größte Problem, das kann ich euch vorab auch schon sagen, das größte Problem, was ich mit Verena Kehrt habe, ist nicht unbedingt diese vermutlich toxische Beziehung, die sie mit Marc führt. Wenn die beiden darin denn beide glücklich sind und beide auch nicht gefangen sind, sondern wirklich glücklich miteinander sind, dann stört mich das nicht. Was mich aber am meisten gestört hat, ist, als es denn darum ging, darüber öffentlich zu sprechen, hat Verena sich so ein bisschen darüber lustig gemacht, über diese ganzen Alkoholthemen, über dieses ganze Schlagen-Thema. Und das empfinde ich halt persönlich als eine Klatsche für jeder Betroffene, für jeden betroffenen Zuschauer, der unter häuslicher Gewalt, unter Alkoholprobleme oder auch unter toxische Partnerschaften gelitten hat oder leidet. Und das ist das, was mich daran stört, ja. Wenn die beiden damit glücklich sind, dann ist das so. Aber man sollte hier als Vorbildfunktion zumindest durchs Netz wandern. Das noch ganz kurz zu mir. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank, dass du versuchst, die Werte auch in dieser Trash-Welt aufrechtzuerhalten, dann finde ich herzlich eingeladen, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir sind eine kleine Trash-Familie und sind auf dem Weg zu den 15.200. Das ist schon alles sehr, sehr heftig. Gut, schauen wir uns als erstes mal die Schlagzeile an. Als allererstes hat die Bild drüber berichtet, darüber reden wir heute nicht. Wir reden heute über die Abendzeitung, denn die sind sehr pro Verena. Also ich weiß nicht, ob das euch auch schon aufgefallen ist, aber in sämtlichen Medienberichten hat die Abendzeitung immer sehr pro Verena und Mark Terenzi berichtet. Ich hatte schon die Vermutung, da gibt es irgendwie eine Freundschaft, ich weiß es nicht. Ich möchte keine neuen Fässer öffnen. Aber irgendwie ist es immer sehr merkwürdig, dass die Abendzeitung sich immer schützend vor Verena und Marc stellt, wenn irgendwas ist, obwohl die beiden halt wirklich auch ordentlich reingeschissen haben. Ja, trotzdem ist die Abendzeitung da und verteidigt sie. Und jetzt gucken wir mal, was die Abendzeitung rund um die Ausladung von Verena Kehrt zu sagen hat. Wir schalten einmal rüber zu der aktuellen Schlagzeile. Wie gesagt, nicht ganz aktuell. 8. September, heute ist der 10. Ich bin 2 Tage in Verzug. Da war mir die Ellermann-Geschichte ein bisschen wichtiger. Wiesenausladung für Verena Kehrt. Münchner Society Lady will Moderatorin nicht auf Frauen-Event haben. Puh, das ist erstmal eine heftige Schlagzeile. Also das ist letztendlich genau das, was ich euch in 3 Minuten gesagt habe, zusammengefasst, dass es passiert. Herber Schlag für Verena Kehrt. Die Münchner Moderatorin wurde von einem großen Wiesn-Event ausgeladen. Wie es ihr nach der Absage geht, hat sie der AZ erzählt. Und hier sehen wir Verena Kehrt mit einem sehr interessanten Kleid, wie ich finde. Sehr, sehr interessant. Seit Jahren ist die Damenwiesn von Unternehmerin Regine Sixt ein Pflichttermin für die Münchner Promi-Frauen. Etwa 1200 geladene Gäste aus Showbusiness und Society werfen sich auch 2023 wieder ins Dirndl, um sich untereinander auszutauschen. Dieses Jahr allerdings ohne Verena Kehrt. Die Moderatorin und Ex-Dschungelcamperin wurde von dem Event ausgeladen. Zitat Ende. Wenn ihr euch fragt, Verena Kehrt war im Dschungel? Ja, wir erinnern uns alle nicht. Das war Tatsache noch in diesem Jahr. Da ist sie als Erste rausgegangen.
Das mal so am Rande. Verena Kehrt von Damenwiesen ausgeladen hat mich überrascht. Nach den Schlagzeilen rund um ihr Privatleben und ihre Beziehung zu Mark Terenzi scheint Verena Kehrt für die Veranstaltung offenbar nicht mehr passend zu sein. Wegen des Stattfindens meines Privatlebens in der Öffentlichkeit hat man mich von den Damenwiesen von Regine Six im Nachhinein ausgeladen, sagt sie zu AZ. Mich hat das überrascht, weil ich immer gerne Regine Six Verein unterstützt habe. Zitat Ende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ausgeladen wurde, weil sie mit Mark Terenzi zusammen ist, so wie es hier so ein bisschen sich anhört. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ausgeladen wurde, weil sie mit Mark zusammen ist, sondern ich glaube eher, dass sie ausgeladen wurde aufgrund den jüngsten Schlagzeilen, dass sie betrunken wohl Auto gefahren sein soll, dass sie angeblich die Hotelrechnungen nicht bezahlt haben soll. Das ist alles nicht so ganz klar. Die Aussagen, die unterscheiden sich, deswegen hier auch ein großes Fragezeichen, aber das waren so jetzt von mir zusammengefasst in den letzten 2 Wochen eigentlich alles, was passiert ist. Und mein Gott, das ist wirklich eine Menge, was in 2 Wochen passierte. Trotz nachträglicher Absage, Verena Kehrt zeigt sich versöhnlich. Für die 42-Jährige ist das aber kein Grund für Frustration. Ich kann es aber nachvollziehen, dass ich diesen Anruf bekommen habe, erklärt Verena Kehrt dazu und zeigt sich im Gespräch der AZ sogar versöhnlich. Es war immer eine Riesenehre. Ich wünsche den Damen ganz viel Spaß. Ja, und das ist halt wirklich sehr schade, weil die AZ hier wieder nur, ja, wie ich das Gefühl habe, nicht alles erzählt habe. Es gab halt, also ich kann euch das so ein bisschen zusammenfassen, was vorgefallen ist. Es war Tatsache nämlich so, dass Verena Kehrt sogar davon fest ausging, dass sie zu dieser Veranstaltung eingeladen war. Sie war auch eingeladen, sie stand auch auf der Gästeliste. Und dann, und das fehlte jetzt alles so ein bisschen, dann wurde sie aber von jemandem angerufen, von einem jungen Mann, der für dieses Event arbeitet. Und ihr wurde dann mitgeteilt, dass sie aufgrund ihrer jüngsten Eskapaden nicht kommen darf. Und Verena Kehrt äußerte sich dann natürlich auch, dass es für sie alles ja nicht so schlimm wäre und so. Aber sind wir mal ehrlich, es ist extrem peinlich. Es ist extrem peinlich, aber es ist ein gutes erstes Zeichen, dass man sagt, nein, es reicht, wir wollen wirklich hier ein Zeichen setzen. Und dieses Zeichen, welches hier gesetzt wurde, ich persönlich, das ist jetzt wieder so ein da gehen die Meinungen wieder sehr auseinander, ja. Das ist aber, wenn man als Meinungsblogger Videos dreht, ist das normal. Ich persönlich muss euch ehrlich sagen, ich finde das gut. Ich finde das wirklich mal gut, dass hier endlich mal eine Veranstaltung die Notleine gezogen hat und gesagt hat, nee, so wollen wir dich nicht als Gesicht unserer Veranstaltung haben. Das passt einfach nicht mehr zu uns und wir haben uns entschieden, dich auszuladen. Das ist natürlich ein herber Rückschlag für Marc und Verena. Also für Marc eher weniger, weil es ja ein Frauenevent war, aber es ist ein herber Rückschlag für Verena, dass man hier einfach wirklich auch die Konsequenzen gezogen hat, gesagt hat, nein, du passt nicht mehr zu uns. Und vielleicht ist ja wirklich genau das, was sie zum Umdenken bewegen wird, was ich persönlich aber nicht glaube. Ich glaube, dass Verena nicht so richtig verstanden hat, worum es geht. Also zumindest bei dieser Ablehnung, weil es ist so ein Gefühl, was ich habe, dass sie das gar nicht so richtig verstanden hat, warum sie nicht kommen darf und sie selber sich vielleicht diesen Schuh auch gar nicht anziehen mag. Aber ich bin der Meinung, sie sollte sich diesen Schuh anziehen, denn das, was ihr hier passiert ist, könnte ihr natürlich jetzt auch bei weiteren Veranstaltungen blühen, wenn man sich mit Verena Kehrt und Mark Terenzi nicht mehr auf Events zeigen möchte, ist das natürlich für sie die Zerstörung ihres Rades für die Öffentlichkeit, was sie eigentlich vor anbringt, weil das ist das, wovon Marc und Verena leben. Presse, Veranstaltung, Presseartikel, Veranstaltung, dann gelegentlich mal irgendwelche zwielichtigen Kooperationen auf Instagram. Ach, guck mal, der Katzenreporter ist da. Da rede ich von diesen komischen Gummibärchen, Abnehm-Gummibärchen, deswegen zwielichtig, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Also es gibt einiges, was Verena Kehrt denn vermarktet und diese Vermarktung findet halt nur statt mit entsprechender Reichweite und die kommt halt nur über Presseartikel. Das ist halt quasi eine Symbiose, die jetzt aber wohl gestört führt. Das heißt, wenn es Verena Kehrt ans Portemonnaie geht und somit auch um ihren Fame und ihren Ruhm, kann es vielleicht sein, dass sie sogar notgedrungen jetzt Veränderungen einleiten muss in ihrem Privatleben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bleibe für euch an der Sache natürlich dran. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr das auch nicht verpassen wollt. Und den Katzenreporter, der euch hier mal ein bisschen Liebe schenkt. Ich freue mich und schön, dass er sich mal die Kreisen macht. Ja, ihr süßen Mäuse, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr über das ganze Thema
denkt, seid ihr da auch eher so wie ich, dass ihr sagt, es ist ein gutes Zeichen gewesen, hier Verena Kehrt von diesem Event auszuladen, oder seht ihr das komplett anders, findet ihr es womöglich sogar gemein und auch völlig überdreht, dann dürft ihr dieses hier auch gerne, ja, auch gerne in die Kommentare schreiben. Ihr wisst, jede Meinung, solange sie höflich und freundlich ist, ist hier erwünscht. Ich selber würde mich jetzt verabschieden, wünsche euch aber einen wundervollen Start in den Sonntag und freue mich, wenn wir uns wiedersehen, vielleicht sogar mit Kater Luke zusammen heute um 14 Uhr mit einem anderen Thema. Bis dahin, euch alles Liebe. Ciao.